Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nadine von Stempelmami und heute werde ich mit euch zusammen nochmal ein kleines Tischgoodie anfertigen. Ihr seht das hier schon, das ist eine kleine süße Möhre. Ja, ihr kennt das mit Sicherheit, so eine Spitztüte, die ist ja nicht neu. Das habt ihr mit Sicherheit schon mal gebastelt, vielleicht auch als Schultüte oder wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder, dass ihr einfach so eine Spitztüte mal bastelt, gebt da ein bisschen Süßigkeiten rein. Auch als Mitgebsel immer total schön. Und ja, die ist jetzt hier aus so einer kleinen Faltung entstanden. Und zwar habe ich ja euch im letzten Video das kleine Osterhasenkörbchen gezeigt. Das verlinke ich euch gerne nochmal hier oben unter dem i. Und ja, dabei habe ich so ein bisschen rumgespielt mit Papier und dabei ist dann halt eben jetzt eben diese Faltung hier entstanden. Das ist nämlich ein bisschen anders gemacht als die eigentlichen Spitztüten. Ihr kennt das ja, so eine Spitztüte wird ja, ich sag mal, aus so einem Viertelkreisstück gemacht und das, ja, dann zieht man da mit dem Zirkel so einen schönen Bogen da drum und dann faltet man das zusammen und dann hat man diese Spitztüte. Und das hier ist ein bisschen anders, das zeige ich euch aber nachher. Und bevor wir jetzt starten, möchte ich euch gerne noch mal eben kurz, ja, ein paar Fragen beantworten, denn ja, wir hatten Fragen zu den Ausverkauf oder zu den Ausverkaufsprodukten von Stampin' Up. Ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, dass seit gestern der Ausverkauf halt gestartet ist. Und das bedeutet halt eben einfach, dass Produkte, die nicht mit ins neue Sortiment aufgenommen werden, jetzt zum Ausverkauf halt eben freigegeben sind. Das bedeutet, wenn die ausverkauft sind, kommen die auch nicht mehr aufs Lager. Ja, also das heißt, wenn die weg sind, sind sie weg, solange der Vorrat reicht. Es wird keine neuen Produkte davon mehr geben, sondern wenn die weg sind, sind die einfach weg. Und ihr seht das schon, es ist eine ganze Menge. Also ich habe jetzt hier vom Jahreskatalog, das sind über 14 Seiten, die ich hier ausgedruckt habe. Und es sind so viele Artikel, also ich glaube, das waren jetzt über 600 Artikel, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, die aus dem Jahreskatalog rausgehen. Und ja, es ist wirklich eine ganze Menge. Und diese reduzierten Preise, die ihr hier sehen könnt auf diesen Listen, die gelten erst ab dem 9. April. Also es gab wohl gestern noch ein bisschen, ich sag mal, so einen kleinen Ansturm, dass ja gestern der Ausverkauf stattfindet mit den reduzierten Preisen. Nein, das gilt erst vom 9. bis zum 30. April. Aber der Ausverkauf hat stattgefunden. Das bedeutet jetzt, ich sage jetzt mal als Beispiel, oder ich nehme jetzt mal hier eben die Auslaufliste von dem Mini-Katalog als Beispiel. Die Stanzform originelle Ostereier ist ja eins meiner Lieblingssets gewesen. Das habt ihr ja jetzt in den letzten Videos gesehen. Die sind ab dem 9. April um 60% reduziert. Das heißt von 31 Euro auf 12,40 €. Wenn ihr jetzt sagt, das möchte ich gerne aushalten bis zum 9. April und versucht dann mein Glück, die für 12,40 € zu bekommen, könnt ihr das gerne versuchen. Sollten die originellen Ostereier vorher aber ausverkauft sein, beziehungsweise sind dann nicht mehr erhältlich, dann könnt ihr die auch nicht mehr zum reduzierten Preis kaufen. Ja, da müsst ihr halt einfach überlegen, möchte ich das jetzt oder möchte ich das jetzt nicht? Brauche ich dieses Produktpaket oder brauche ich dieses Produkt unbedingt? Oder kann ich sagen, wenn ich es jetzt nicht mehr bekomme, ist es für mich jetzt nicht so schlimm? Das ist ja, bei manchen Produkten hat man das ja, dass man hinterher sich denkt, schade, hätte ich es doch nochmal bestellt. Das müsst ihr aber ja für euch selber entscheiden. Nehmt euch ganz in Ruhe ja diese Listen vor. Ich verlinke euch die hier unten mal in der Infobox. Wir haben eine Seite für euch erstellt, denn ich bin ja immer eine, ich sortiere mir diese Listen immer so, dass es für mich am besten auskommt und ich beziehungsweise sortiere mir das immer so, dass die Prozentzahl am höchsten ist, die halt eben hier oben steht. Seht ihr das? Also ich habe runter sortiert von 60% auf 10%. Damit die halt eben zuerst auf diesen Seiten zu finden sind, da kann ich mir den Katalog nehmen. Ihr seht das hier, das ist der Mini-Katalog. Dann schaue ich auf Seite 27, das steht hier, das sind die Stanzform originelle Ostereier. Dann schaue ich mir das an, oh gut, 12,40 €. Dann setze ich mir vielleicht einen Haken im Katalog oder ich mache mir noch einen Zettel und schreibe mir das auf, dass ich vielleicht versuche, die ab dem 9. April für diesen Preis zu bestellen. Wenn sie dann nicht mehr da wären und die sind dann halt dann schon ausverkauft, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Oder hier die Stanzform Osterlilien, ne, von 42 Euro auf 21 Euro reduziert. Das gilt dafür natürlich genauso. Und ja, das habe ich jetzt mit dem Jahreskatalog auch gemacht. Da haben wir ja auch, ich sag mal, von der Prozentzahl runtersortiert bis ja 10%. Und ihr seht, das sind über 8 Seiten, die ich ausgedruckt habe. Also es sind über 320 Produkte, die reduziert sind ab dem 9. April. Und ab dann, seht ihr hier in der Liste, ist das wieder nach Seitenzahl sortiert. Hier jetzt nicht. Ja, hier sind einfach, ich habe jetzt einfach 60% eingegeben und dann hat er mir die Seiten hier so ausgedruckt, beziehungsweise hier so aufgeführt. Da müsst ihr einfach mal schauen. Nehmt euch am besten den Katalog zur Hand.
Nehmt euch die Liste zur Seite und dann hakt ihr das einfach ab. Solltet ihr vielleicht noch an dem einen oder anderen Produkt halt eben einfach Interesse haben, da müsst ihr halt eben einfach schauen, ob ihr jetzt für euch sagt, ich warte bis zum 9. April, versuche mein Glück mit diesen reduzierten Preisen, oder ihr sagt, ja, das ist mir jetzt egal, ich bestelle das jetzt noch zum regulären Preis, weil ich möchte nicht riskieren, dass das Produkt halt eben dann ausverkauft ist, ja, ich sag mal ab dem 9. April. Da müsst ihr einfach mal schauen und das für euch entscheiden. Aber ich denke, ja, das ist auf jeden Fall zu schaffen. Genau, weil das jetzt durchzugehen, das wird, glaube ich, echt ja, eine Stunde oder zwei Stunden bestimmt in Anspruch nehmen, das durchzugehen, weil ihr seht das hier, wie viel halt wirklich reduziert ist und wie viele Produkte auch aus den Katalogen rausgehen. Also es ist wirklich eine ganze Menge. Aber ihr dürft euch auch freuen. Also der neue Jahreskatalog ist echt schön. Wir durften die PDF-Datei ja schon sehen. Und ja, ich bin mal gespannt, ja, wenn der Papierformat oder wenn der Katalog im Papierformat da ist, ja, wie er dann aussieht. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Genau. So, jetzt aber zum eigentlichen Goodie, so dass ihr das wisst. Wir fangen jetzt an. Und zwar habe ich jetzt hier verwendet das Designerpapier Farbenfrohe Pflanzenwelt, weil hier ist nämlich dieses schöne Orange drin, seht ihr das? Das ist ja dieses Calypso und das finde ich total schön. Passt halt eben super gut zu einer Möhre. Und da ist halt eben auch dieses Papier bei mit den Pünktchen. Ich liebe ja die Pünktchen. Und das Papier hat halt eben ein Maß von 6 mal 6 Zoll oder 15,2 mal 15,2 cm. Und das werden wir jetzt einfach in der Hälfte durchschneiden, denn ihr bekommt aus einem so einem Bogen zwei von diesen Möhren. Ja, ich lege das jetzt auch bei 3 Zoll an. Da fange ich jetzt nicht an mit Zentimeter zu rechnen, sondern hier bei 3 Zoll einfach anlegen und dann schneide ich das Papier durch. Dann haben wir genau die Hälfte. So. Eins lege ich dann an die Seite. So, und dann falte ich jetzt oder lege mir das jetzt so hin, dass die kurze Seite vor mir liegt und falte das einmal kurz nach oben, aber jetzt nicht durchfalten, sondern einfach nur hier so eine kleine Markierung setzen hier. Ja, hier unten einfach nur so eine kleine Markierung setzen, sodass hier so ein bisschen diese Ecke, sag mal, markiert ist. So, dann gehe ich einfach hin, lege mir jetzt das Papier so hin, dass die waagerechte Seite vor mir liegt und diese Markierung hier oben. Ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, aber ich denke, ihr wisst das. Und jetzt nehme ich mir einfach, ich sage jetzt mal hier, die linke obere Ecke und falte die runter, sodass dann ein Dreieck entsteht und hier oben der Markierungspunkt ist. Ja, und hier unten liegt das alles schön bündig aufeinander und hier entsteht dann ein kleines Dreieck. Muss ich mal schauen, ob ich mein Falzbein hier hatte, hier. So, das machen wir auf der anderen Seite jetzt auch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich das schon erwähnt hatte, aber das ist halt eben einfach aus der Faltung entstanden durch den Hasen, den ich euch ja gezeigt habe. Und ja, da habe ich halt einfach mal so ein bisschen mit dem Papier rumgespielt, weil ich hatte noch so einen Streifen übrig. Und wie ihr sehen könnt, ja, ist das jetzt ein größeres Dreieck. Und jetzt lege ich mir das so hin und nehme jetzt einfach hier so einen Stift. Und dann wickele ich das einfach hier so drüber. Also einmal so, dass das wie so eine Rolle aufgerollt wird. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist auch einfach nur mal so zum Aufwickeln, damit halt diese Rundung nachher von alleine entsteht. Ja, da müsst ihr ein bisschen schauen, dass euch das Papier hier nicht verzieht. Aber ihr seht das schon. Ja, das ist nachher halt eben dann einfacher zu falten, wenn man dann halt eben so eine Tüte faltet. Seht ihr das? Ja, und zwar lege ich mir das jetzt so hin, dass die Spitze hier oben ist, von dem Dreieck. Und falte mir das jetzt hier so rum, dass hier unten die Spitze zu ist. So. Hier ist das jetzt auch nicht schlimm, wenn hier unten die Spitze ein ganz kleines bisschen noch offen ist, weil wir ja hier nur ein Osterei reingeben. Ne? Also wenn ihr jetzt hier irgendwelches Badesalz oder sowas reinkippen würde, dann würde das natürlich hier unten so ein bisschen rausflutschen oder so Glitzerzeugs. Das soll natürlich nicht so sein. Aber ihr seht das schon, jetzt ist halt diese Tüte schon fertig gefalten, seht ihr das? Und hier sind halt so kleine Ohren entstanden. Ich hatte jetzt überlegt, man könnte ja jetzt hier auch wieder so einen kleinen Hasen von machen. Ne, hier in der Mitte einfach, ich weiß nicht, hier so ein kleines Blümchen. Hier macht man dann auch wieder Augen dran. Das wäre jetzt dem aber so ein bisschen ähnlich, ja, für mich jetzt geworden. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir jetzt mich, machen wir daraus einfach eine Möhre. So, und zwar gehe ich einfach hin und klappe mir dann diese zwei, ich sage jetzt mal Hasenöhrchen,
einfach um. Also das eine klappe ich nach hinten und das, was hinten ist, klappe ich nach vorne in die Tüte rein. So. Letzten Endes braucht ihr das dann auch nicht festkleben. Ihr seht das schon, die Tüte hält von ganz alleine. Jetzt seht ihr natürlich von hinten, dann steht das hier ab. Das könnt ihr dann natürlich mit Flüssigkleber festkleben. Das mache ich jetzt auch, damit das halt nicht wieder aufgeht. Aber an sich, seht ihr schon, hält diese Tüte von ganz alleine. Also ihr bräuchtet jetzt hier normalerweise nicht kleben. Könnte man auch einfach nur mit einem Glue-Dot festkleben und dann ist das Ganze auch schon fertig. Also ohne viel Kleberei klappt das ganz wunderbar. Und das könnt ihr halt dann eben auch so einen Papierstreifen machen. Ich klebe das jetzt mal hier fest. Ja, ihr kennt das ja, ne? Sicher kann lieber ein bisschen Kleber auftragen, damit das wirklich nachher nicht aufgeht. Aber so ist dann halt diese kleine Tüte halt letzten Endes fertig. Die geht halt hier oben so ein bisschen spitz nach oben, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Es ist halt eben, ich sage jetzt mal, keine Rundung oder so eine Viertelrundung von so einem Kreis, die man sonst für eine Spitztüte hernehmen würde oder für so eine Schultüte. Dann kleben wir das hier auch nochmal. Okay, dann nehme ich das von innen nochmal hoch. Dann gebe ich hier auch ein bisschen Flüssigkleber drauf. Oder wie gesagt, ein Glue-Dot reicht auch. Und dann drücken wir das fest. So, dann ist das von innen auch fester. So. Und dann seht ihr, ist an sich diese Tüte schon fertig. So sieht sie halt aus. Also wirklich ganz einfach gemacht. Nicht schwer. Natürlich, wenn sie dann auch hält. Das sollte natürlich jetzt nicht aufgehen. Also ihr wartet natürlich, bis der Kleber ein bisschen angezogen ist. Ja, ihr seht das hier schon. Und so ist dann diese kleine, ja, ich sage jetzt mal auch so eine kleine Pommes-Tüte, ne? Die man halt so kennt. Die ist dann letzten Endes fertig. Schnell gemacht und finde ich auch total schön. Passt halt eben jetzt auch ja, mit dem Papier, dass es halt eben dann auch eine kleine Möhre ist. So, und dann bin ich hingegangen und habe mir aus den Stanzform-Jahreszeiten-Mix, ich zeige euch mal eben kurz, ich habe nämlich irgendwie so Gestrüpp gesucht, was so ein bisschen, ja, ich sag mal, diesen Blättern ähnelt oder diesen, ja, Pflanzen ähnelt, die halt eben, oder diese Pflanzenstängel ähnelt, die an einer Möhre dran sind, also an einer echten Möhre. Und dann bin ich hier drauf gekommen, hier mit diesem Eichenblatt. Wir haben hier so Konturen, Stanzform. Und ja, die habe ich jetzt ausgestanzt in der Farbe grüner Apfel. Fand ich jetzt passend zu diesem Calypso. Und das werde ich jetzt einfach dann hier so reinkleben. Seht ihr das? Und dann sieht das halt eben aus wie so ein bisschen Möhrengrün. Also richtig passend und schön. Solltet ihr jetzt so eine Stanzform nicht haben, ist das auch gar nicht schlimm. Schaut einfach mal, was ihr an Stempeln habt. Also ich habe jetzt mal überlegt, das ist jetzt noch das Stempelset aus der Celebration. Und hier seht ihr ja auch so ein Blattgrün. Wenn ihr das jetzt aufstempeln würdet in grüner Farbe und ihr schneidet das mit der Schere aus, macht da so zwei, dreimal, könntet ihr das jetzt auch dafür nutzen, weil ich finde das auch so ein bisschen ähnlich wie dieses Grün von so einer Möhre. Und ja, das würde jetzt letzten Endes auch dazu passen. Da schaut ihr einfach mal, was ihr an Stanzform zu Hause habt und was ihr dafür nutzen könnt. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Ich habe mir den Katalog genommen, habe geschaut, ja, was jetzt halt eben an Blättern da ist. Und das geht auch raus, das Set. Das fand ich auch sehr schade, muss ich sagen. Das gibt es dann auch ab dem 9. April reduziert. Also zumindest die Stanzform reduziert. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo hatte ich die jetzt gefunden? Hier waren sie, genau. Und dann habe ich einfach hier geschaut. Hier ist ja diese Übersichtsseite. Und da habe ich mir gedacht, okay, dieses Blatt hier oder dieses Blatt hier könnte wunderbar, ich sage jetzt mal, zu diesem Grün hier passen. Das ist ja dann immer schön, wenn man im Katalog so eine Übersichtsseite hat, ja, die man nehmen könnte. Hier, das geht vielleicht auch, wenn ihr so eine Stanzform habt. Mit solchen Blättern oder solchen Zweigen könnt ihr vielleicht auch hernehmen. Da schaut ihr einfach mal, was ihr da zu Hause habt, wenn ihr irgendwelche Blätterstanzformen habt oder Pflanzenstanzformen, dass ihr die für solche ja, Sachen nutzen könnt. Und ja, ich drehe jetzt hier die Blätter einfach um. Den falschen Kleber. So, und dann gebe ich von hinten einfach nur ein bisschen Flüssigkleber drauf. Dann setze ich das hier so drauf. Also einmal so ein bisschen in der Mitte fange ich an. So, und die anderen zwei Blätter, Stiele besser gesagt, die packe ich dann hier so rein. Auch ruhig ein bisschen versetzt. So, das dann halt eben auch ein bisschen netter aussieht als Verzierung. Upsala. Und hier müsst ihr wirklich ein bisschen gucken, bis der Kleber halt angezogen ist. Aber das sieht halt eben nett aus. Ne? Ihr seht, also wie so eine richtige Möhre eigentlich, ne? Oder so eine Karotte. Ja, also ich finde es total schön. Ich hoffe, euch gefällt das genauso. Ich muss mal eben schauen. Ich suche jetzt hier gerade noch ein goldenes Ei.
Moment mal eben kurz. Ich meine, ich hatte auch noch welches. Einen Moment mal eben. Ich habe jetzt auch ein bisschen so Großverpackteleien Süßigkeiten hier liegen gehabt. Upsala. Huch, da ist das Ei gefallen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. Hier ist noch so ein goldenes Ei. So, und dann habe ich hier wieder in diese kleine Tüte, habe ich mir so ein bisschen wieder hier dieses Schredderpapier gestopft. Ihr könnt aber auch so eine kleine Tortenspitze nehmen. Die könnt ihr hier auch so reinstopfen. So, damit das Ei nicht ganz so nach unten durchrutscht. Dann könnt ihr hier das Ei nachher hier so reinlegen. Seht ihr das? So und so sieht das Ganze dann fertig aus. Und dann könnt ihr das natürlich verzieren. Ich habe jetzt hier wieder das hübsche Produktpaket, ja, originelle Ostereier verwendet. Es ist ja nun mal einfach mein Lieblingsset gewesen jetzt zu Ostern. Das muss man halt eben einfach so sagen. Ich finde den Hasen total süß und dieses Kleinigkeit vom Osterhasen habe ich jetzt halt eben auch benutzt. Ich habe das jetzt schon vorbereitet, damit das nicht so lange dauert. Ich habe hier den Osterhasen in Savanne aufgestempelt und dann auf Savanne-Papier. Habe das dann ausgestanzt mit der Stanzform. Dann habe ich hier einen Kreis mit dem Büttenrand ausgestanzt, halt eben auch hier in dieser Farbe mit dem grünen Apfel. Ich sage euch mal eben den Durchmesser. Das ist so circa bei, ja, 3,7 cm. Und das ist hier ein Kreis aus den Stanzformen Basics mit Pep. Und der hat einen Durchmesser von circa 3,2 cm. So. Und da die Möhre ja, ich sage jetzt mal, sehr klein ist und hier gar nicht viel Verzierung drauf muss, ihr seht das schon, man soll ja auch noch ein bisschen von der Möhre sehen. Ja, gehe ich einfach hin und, ja, klebt das dann plan auf, damit das Ganze ja nicht zu dreidimensional ist. Ja, also dann nehme ich mir hier einfach diesen weißen Kreis, klebe den hier auf diesen grünen Kreis mit diesem, ja, geriffelten Rand. So, und das Einzige, wo ich jetzt ein 3D-Klebepad hergenommen habe, ist halt eben jetzt hier dieser Hase. Mal schauen, hier kann ich noch mal eben schneiden. So, dann setze ich mir hier, upsala, so ein 3D-Klebepad auf und dann kommt der Hase hier so drauf. So, und dann biege ich das so ein bisschen, also so ein bisschen so, könnt ihr auch wieder den Stift nehmen, so ein bisschen diese Rundung. So, denn wir kleben das jetzt auch plan auf die Möhre drauf. Also einfach in der Mitte so einen Streifen Flüssigkleber drauf geben und dann einfach hier mittig so draufsetzen. So. Ne, und hier stehen halt, ja, die Ränder ein bisschen ab von diesem Kreis. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Und dann nehme ich mir hier wieder ein Stück meinem Restepapier. Ihr seht, meine Tüte wird immer kleiner und kleiner. Die war ja mal so dick. Das ist immer schön, wenn so Reste weggearbeitet werden. Da freue ich mich immer sehr. Ihr kennt das bestimmt auch. So. Aber bis zum bitteren Ende. Und ja, meine Stanzformen leben auch noch. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kann nicht mehr stanzen. Nein, die sind immer noch da. Moment, ich zeige euch mal. Also ich habe immer noch diese Stanzform. Die ist so, beziehungsweise diese Acrylplatte, die ist halt immer noch da. Noch ist sie nicht kaputt gegangen. Ich warte auch nur drauf. Mal gucken, wann es passiert. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Genau. So. Also ich habe jetzt hier wieder diesen Spruch mit der Kleinigkeit vom Osterhasen hergenommen. Und das klebe ich dann, diese Kleinigkeit klebe ich dann wieder ab. Denn ich möchte ja nur das vom Osterhasen haben. So. Ja, einfach hier so ein Post-it drüber kleben. Ich weiß, dass manche die Stempel durchschneiden. Ja, ihr wisst ja, ich traue mich das nicht immer. Ich mache das wirklich ungerne. Ich habe es schon mal gemacht. Da habe ich mich nachher ein bisschen geärgert, dass ich das gemacht habe. Also wenn es irgendwie möglich ist, dann klebe ich das wirklich ab. Ihr könnt ja ein Tesa nehmen oder ein Washi-Tape oder wie hier eben so einen kleinen Klebezettel, dass ihr euch den dann über die Schrift drüber klebt, die halt eben nicht eingefärbt werden soll. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Nee, ich wollte schon wieder Spritzler auftragen. Seht ihr, diesmal habe ich keine Spritzler hergenommen. Nee, weil das Papier schon so, ja, schön ist. Deswegen brauche ich das hier nicht. Ne? Also ich gehe jetzt einfach hier hin
und färbe mir jetzt den Stempel ein. Ich muss hier ein bisschen nachdrücken, weil ich habe das Kissen. Ich muss es nachfüllen. Ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen nachgefüllt, aber ja, ich weiß manchmal nicht, wo die Tinte so hin ist oder wo ich das hier aufgetragen habe. Aber hier sieht das eigentlich ganz gut aus. Der ist also schön eingefärbt. Und jetzt gehe ich einfach hin und stempel das hier ab. Wäre jetzt hier auch nicht schlimm, wenn das jetzt schief wäre, denn wir schneiden das sowieso jetzt wieder gerade. Ne? Ihr seht das hier, ich habe hier wieder mein hübsches Fähnchen dran gemacht. Ja, ich mag das ja total gerne, deswegen mag ich das auch immer. Das müsst ihr natürlich machen, ihr könnt auch was Gerades nehmen oder wenn ihr so eine kleine, ich sag mal, Etikettenstanze habt, die so gerade ist, könnt ihr das natürlich auch hernehmen und dann, ich sag mal, diesen Gruß hier ausstanzen. Aber ihr seht, ihr müsst nicht stanzen. Ihr könnt es auch einfach mit der Schere ausschneiden. So, und ich lasse mir jetzt hier noch ein bisschen Platz, denn ich möchte gleich so eine kleine Rolle machen. Aber ihr seht, ich schneide halt eben einfach mit der Schere hier diesen kleinen Gruß eben aus. Einfach hier so entlang schneiden mit Augenmaß. Und dann schneide ich hier am Ende so ein kleines Fähnchen rein. So, also am Anfang nicht. Und dann nehme ich mir hier meinen Falzstift oder ihr nehmt halt normalen Stift. Dann ziehe ich mir das hier so rüber. Und ihr seht, ich versuche jetzt hier diese kleine Rundung zu bekommen. Dann nehme ich mir hier diesen Falzstift und dann wickle ich mir das hier so auf. Ja, einfach hier mal so drüber wickeln. Zumindest so für das Erste. Dann habt ihr hier nämlich richtig schön diese Welle, seht ihr das? Oder diesen hübschen Bogen bekommen. Dann nehmt euch da einfach einen runden Stift zu Hilfe, ne, damit das halt eben einfacher ist nachher zum Aufwickeln. Ne, das müsst ihr ja nicht machen, ihr könnt es auch gerade lassen, aber ich finde das halt gerade mit dem Fähnchen, irgendwie hat das was für mich immer. Deswegen, ja, mache ich das auch immer so gerne. So, und jetzt klebe ich von hinten einfach so einen Glue dort auf. So, also meistens hier in dieser Rundung, ne, von hinten hier in dieser Rundung und hier auf dieser kleinen Welle. Und dann setze ich das jetzt einfach hier so drauf. So, und dann ist der Gruß auf dem Goodie aufgeklebt und dann ist das Goodie auch schon fertig, wie ihr sehen könnt. Also wirklich schnell gemacht, sieht total schön aus und ich finde, so eine Möhre ist halt auch mal was anderes als jetzt einfach ein Osterhase oder so ein Osterei und ja, das finde ich hatte auch irgendwas. Also ich finde es irgendwie nett, sieht auf jeden Fall richtig schön aus und ja, ich hoffe, euch hat diese kleine ja, Idee gefallen und ja, ihr versucht es auf jeden Fall nachzubasteln. Ja, da wünsche ich euch natürlich auf jeden Fall ganz viel Freude dabei. Genau, ja, meine Lieben. Ich würde dann einfach sagen, das war's für heute. Ich danke euch natürlich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachbasteln. Ja, und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.